Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Willkommen auf dem zweiten Kanal mal wieder. Und zwar werden wir uns jetzt die Ohrfeigen-Thematik mal zu Gemüte führen. Der gute Herr Pocher hat eine Schelle kassiert auf dem Kampf von Felix Sturm und zwar von Fat Comedy. Und wir ziehen uns jetzt erstmal die Ohrfeige rein und dann ziehen wir uns im Nachhinein noch das Statement von Pocher rein. Brutale Attacke auf Oliver Pocher. Der Gut. Comedian wird am Abend des Comeback-Kampfes von Felix Sturm heftig ins Gesicht geschlagen. Der Angriff erfolgt völlig unvermittelt. Ein Mann, der sich Fat Comedy nennt und Omar heißt, schlendert harmlos am Boxring entlang. Er verabredet mit einer Begleitung zu filmen, was passiert. Der Mann geht auf Pocher zu und schlägt ihm ins Gesicht. Christoph. Alle stehen auf hinten, alle gucken, keiner macht was, ne? Schon krass. Um der neben Pocher sitzt, weitere Gäste. Er schlendert auch ganz gemütlich dahin, so Der aus dem ersten Reihe Nichts. und vor allem Patsch. Pocher selbst reagieren völlig geschockt. Erschrocken sucht Pocher den Schutz der Security, die etwas überfordert mit der Situation wirkt. In den sozialen Medien liefert der Schläger Omar später eine Erklärung für den Schlag. Pocher habe eine Frau verteidigt, die im letzten Jahr diversen Männern vorgeworfen hatte, sie vergewaltigt zu haben. Offenbar Freunde des Schlägers, ob auch Omar selbst durch die Vorwürfe betroffen ist, unklar. Jetzt die hinterhältige, brutale A Sorry, wenn ich lache. Gewalt ist eigentlich nicht lustig, aber wieder dahin schlendert, Digi. So mit beiden Händen in der Tasche und dann einfach so aus der Tasche so ein gemütlicher Ohrfeige einfach aus. Der holt die einfach aus der Hosentasche raus, Bruder. Jetzt die Butz. hinterhältige, brutale Attacke. Und dann sagt er: Komm, komm, komm mal her, Pocher, Digga. War doch nur eine Ohrfeige, Bro. Auf Oliver. Sorry fürs Lachen, Digi. Ich bin eigentlich kein Fan von Gewalt. Pietro Lombardi äußert sich als einer der ersten entsetzt über den Vorfall, schreibt auf Instagram, dass Gewalt nie eine Lösung sein darf, egal wie man zu Olli Pocher und seinem Humor stehe. Ja, Digga, so. Ist schon so. Also ich würde da, ich würde, also ich bin auch kein Fan von Gewalt, ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Ich mag Gewalt nicht. Ich verabscheue Gewalt. Und bin auch keiner, der selber gewalttätig wird. Gar nicht. Ich bin ein ganz relaxter Dude, der auf positiven Vibes und Liebe unterwegs ist, so. Und Stress lieber aus dem Weg geht, anstatt es zu fordern. Ja, die Hintergründe waren wohl anscheinend wegen der Nika-Irani-Geschichte, war? War das wegen, ich weiß ja, Fat Comedy ist auch cool mit Samra. Oder war cool mit Samra oder ist cool mit Samra? Und dann denke ich mal, war die Ohrfeige stellvertretend für einen Samra, war? Und generell muss ich halt dazu sagen, dass der Herr Pocher auch schon sehr viel, meiner Meinung nach, für sehr viel Hetze und sehr viel Hass im Internet gesorgt hat, so. Weißt du, wie ich meine? Dass böse Zungen auch behaupten würden, dass Karma auch einen gewissen Beitrag zu der Schelle beigetragen hat. So. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir ehrlich, ich bin sowohl kein Fan von Gewalt, aber ich bin auch kein Fan von Pocher. So, weil die Art und Weise, wie er teilweise da Menschen durch den Dreck zieht, fühle ich einfach nicht. Ich feiere das nicht. Leute sollten auch im Internet langsam mal ein Bewusstsein dafür bekommen, dass auch Reactions und Worte, die du im Internet verbreitest, bei Menschen ankommen können und auch für sehr viel Schmerzen sorgen können, auch wenn es nicht physisch ist. Oder Beleidigungen, auch Kommentare oder Videos oder Statements in deine Richtung im Internet können manchen Menschen oder in eine Richtung im Internet können manchen Menschen mehr wehtun als jeder physische Schmerz. Es gibt Menschen, die sich deswegen umgebracht haben, wegen Mobbing im Internet und so eine Geschichten. Weißt du, was ich meine? Und ich finde es einfach kein gutes Signal, wenn ein Promi in Deutschland sich hinstellt und jeden Tag da irgendwelche Leute durch den Dreck zieht. So. Ob das jetzt die Ohrfeige rechtfertigt oder nicht, will ich hier gar nicht sagen. Das ist nicht mein, ich bin hier kein Richter oder so ein Scheiß. Ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu richten hier über irgendjemanden oder zu entscheiden, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Aber Karma ist manchmal ein Bitch. Weißt du, was ich meine so? Wir ziehen uns mal die Reaktion jetzt von Pocher zu dem Thema rein. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Tachchen. Leider wieder nicht, denn wieder mal muss ich über ein ernsthaftes Thema reden, was die letzten Tage natürlich hochgekocht ist. Und ihr habt es mitbekommen. Ja, Will Smith und Chris Rock haben den Vorfall von Samstag, der mir in Dortmund widerfahren ist, direkt bei der Oscarverleihung nachgespielt und nochmal zum Besten gegeben.
könnte man meinen, in Wirklichkeit ist es da sogar noch ein bisschen anders gewesen, weil da hat ja wenigstens Chris Rock gesehen, wer auf ihn zugekommen ist und konnte sich in gewisser Form darauf vorbereiten. Das war bei mir ja leider in Dortmund nicht ganz der Fall. Und da sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Irgendwie, ich habe jetzt die letzten Tage auch nichts groß gesagt und gemacht und getan, weil das habe ich in Social Media in den letzten Wochen, Monaten, jetzt 2 Jahren gelernt, man sollte einfach mal ab und zu auch mal sich zurücknehmen, erstmal sehen, wie die ganzen Geschichten laufen und dann sich dazu äußern. Aber es gibt natürlich einige... Das hat er gelernt, man sollte sich mal zurücknehmen, Bro. Das könnte man dir auch sagen. So, Bro, nimm dich mal ein bisschen zurück. Du musst nicht alles hops nehmen, was du irgendwie findest oder versuchen, irgendwie jemanden zu dissen. Gerade in der Corona-Zeit, finde ich, hat der einfach ein bisschen übertrieben. So. Sagt. Ein bisschen ist gut. Und ich möchte auch das ein oder andere auch zu diesem ganzen Abend und dem Vorfall sagen, der natürlich gar nicht geht. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen zu. Der ist auch nicht besonders witzig. Also ich finde, lustigerweise, ich habe jetzt nochmal das T-Shirt. Bisschen lustig fand ich schon. Zwei Meinungen zu. Sorry, auch wenn das jetzt, weißt du, ist Gewalt. Ich bin kein Fan von Gewalt, so, aber wie er so dahingeschlendert ist und so, musste ich lachen kurz. Der ist auch nicht besonders witzig. Also ich finde, lustigerweise, ich habe jetzt nochmal das T-Shirt extra angezogen irgendwie. Ich finde, wenn man mal in so einem Boxkampf ist, dann geht es ja darum, dass die Leute im Ring boxen, aber nicht vorne geschlagen werden. Punkt 1. Punkt 2 ist es irgendwie, weiß ich nicht, wenn man noch mit so einem Friedensshirt für die Ukraine da ist, relativ komisch, wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, irgendwas über ihn, gegen ihn oder irgendjemand anders gesagt habe, hinkommt und mit voller Absicht dir eine langt. Was hat das mit dem T-Shirt zu tun? Also was hat das mit dem Friedens-T-Shirt zu tun? Das habe ich jetzt gerade nicht gerafft. Wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Punkt 1. Punkt 2 ist es irgendwie, weiß ich nicht, wenn man noch mit so einem Friedensshirt für die Ukraine da ist, relativ komisch, wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, irgendwas über ihn, gegen ihn oder irgendjemand anders gesagt habe, hinkommt und mit voller Absicht dir eine langt. Da ist so, ich meine, und er sagt ja von sich selber, er ist Comedian. Er hat den Begriff Punchline sicherlich für sich neu ausgelegt, aber das funktioniert normalerweise etwas anders. Ja, hat doch nichts mit dem T-Shirt zu tun, Digga. Und das war natürlich eine Nummer, die so gar nicht geht. Die ist feige, die ist hinterhältig, die ist arglistig, die ist gefilmt, die ist noch mit mehrfacher Hinsicht, hätte die auch anders ausgehen können. Ich habe die letzten Tage auch ehrlich gesagt damit verbracht, das ein oder andere Mal beim Arzt zu sein. Oha. Und ich finde auch da hört der Comedy-Aspekt ein bisschen. Sorry, Bro, Alter. Ey, ich muss echt cool bleiben, Mann, Alter. Ey, Freunde, ist nicht lustig. Achtung, hört auf, Wortspiel. Denn mein Ohr ist auch ziemlich angeschlagen gewesen. Und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen. Oha. Oha, Digga. Eine Behandlung machen. Wir versuchen das einigermaßen wieder in den Griff zu bekommen. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich wünsche niemandem körperlich irgendwas Schlechtes, so, ne? Ich hoffe ehrlich, dass da nichts ist, so. Aber ich hoffe auch, dass das nicht einfach nur als Vorwand benutzt wird, um diesem Fat Comedy jetzt noch mehr Geld aus der Hüfte zu leiern, so, ne? Das ist schon wichtig, Digga. Oh, Bro, Alter. Ich kann momentan gewisse Frequenzbereiche einfach nicht hören. Und das liest du alles ab von irgendeinem iPad, was da auf der Seite steht, so. Wie gesagt, nochmal, ne, ich hoffe wirklich, dass er keine Schäden von dieser einen Ohrfeige bekommen hat, so. Aber ich hoffe auch, dass er sich jetzt nicht da, also das ist schon krass, wenn er sich jetzt wirklich dahinstellt und das in dem Video schon so abliest, dass er Ohrenprobleme hat und so, läuft es wahrscheinlich auch auf eine Körperverletzung, wie sagt man, wie nennt man die Kohle, die man bekommt, wenn man verletzt wird? Wie sagt man dazu? Schadenersatz? Für so eine kleine Backpfeife, für was auch immer. Und es ist ja auch sehr schön, dass sehr viele Leute sagen, da kriegt der Pocher endlich mal aufs Maul. Die Leute haben es vielleicht nicht ganz kapiert. Verbal kann mir jeder alles um die Ohren hauen, im wahrsten Sinne des Wortes, was er möchte. Das können wir gerne da irgendwie austragen oder irgendwas anderes, aber ja nicht so. Und die Situation ist dafür noch relativ glimpflich ausgegangen, weil ich habe natürlich auch gar nichts mitbekommen oder gewusst. In dem Moment einfach, bupp, macht es einmal kurz, irgendwie knallt es richtig. Und Butz, voll auf die Nase. Wer kennt das? Wer kennt das noch von New Kids? Du denkst erstmal, was ist denn hier überhaupt los? Und dann steht irgendein Typ vor dir, der halt dann irgendwie noch dir hinterhergeht. Also er sagt, man kann ihm verbal an den Kopf schmeißen, was man möchte und so. Und das ist auch alles gar kein Thema so.
Bro, das Ding ist halt, dass du dir auch bewusst sein musst, dass du mit deinen verbalen Äußerungen auch Menschen verletzt. Weißt du, was ich meine? So mit deinen verbalen Äußerungen auch richtig tief Menschen verletzen kannst und auch weitgreifender verletzen kannst als mit einer Ohrfeige so. Und das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, er hat das mit seiner Bildschirmkontrolle in der Corona-Zeit vielleicht ein bisschen vergessen, dass hinter diesem Bildschirm diese Menschen, über die er sich da lustig macht, dass da echte Menschen dahinter stecken, Bro. So, und wenn du dich jeden Tag über die lustig machst, dass es auch bei denen persönlich zu Hause ankommt und dass die auch dadurch vielleicht Schmerzen haben, so. Weißt du, was ich meine? Und du musst damit rechnen. Also, ich finde, man sollte als Typ, der im Internet stattfindet, wenn du ein Video machst, wenn du dich lustig machst, wenn du einen Kommentar schreibst und so, man sollte sich immer bewusst machen, dass es Auswirkungen aufs echte Leben haben kann. Und genauso kann es dann auch mal sein, dass wenn du jemanden, wenn du übertreibst und wenn du einfach zu weit gehst, dass jemand mal emotional reagiert und dass du mal eine Respektschelle dafür kassierst. So. Ich meine, wir müssen alle immer auch noch die Kirche im Dorf lassen. Es geht hier nicht um eine rechte Gerade, es geht hier nicht um einen, der auf ihn draufgegangen ist und auf ihn eingeschlagen hat. Es war eine Ohrfeige, das darf man hier auch nicht außer Acht lassen an der Stelle. Du denkst, okay, zieht der jetzt noch ein Messer, passiert da irgendwie mehr? Oha, Digga. So ist der gekommen, Bruder. So, mit beiden Händen in der Tasche, ist von Seite gekommen, hat aus Tasche einen kleinen Smack gezogen so und hat dann gesagt, wollte dir dann noch hochheben. Übertreibt man nicht mit deinem Messer jetzt, Bro. Und wir haben ja auch ganz gut gesehen, so ein bisschen wie deutsche Zivilcourage funktioniert, denn es war ein großes, hey, das geht aber nicht, und danach wurden die Arme verschränkt und es wurde weitergeguckt. Selbst Sicherheitsleute, die dafür angestellt sind, sowas zu unterbinden, haben gar nicht reagiert. Und ich war in der Situation ja auch erstmal total überrascht und perplex, da es im Kampf war, in einer Rundenpause. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, dritte, vierte Runde, irgendwie sowas in der. Ist aber echt krass, ne? Keiner hat reagiert, aber man muss auch sagen, es war ja auch keine Gefahrensituation im Nachhinein mehr. Der Typ ist ja nicht auf ihn draufgegangen. Er ist ja dann ihm hinterhergelaufen. Ich weiß nicht, was er ihm da hinterher gerufen hat so mäßig, aber es war ja keine Gefahr mehr da und deswegen sind vielleicht auch keine Leute eingeschritten, I don't know. Und auch zu dem Zeitpunkt auch gerade niemand neben mir saß. Denn ich war ja mit Mola da. Ich glaube, wenn der neben mir gesessen hätte, wäre die Nummer anders gewesen. Und einer schreibt gerade, der Sanchez schreibt gerade, das Schlimmste ist, viele feiern Pocher für das, was er macht. Und da sieht man mal, wie die Gesellschaft schon ist. Da wird einer gefeiert, wo aufs Übelste Leute fertig gemacht und mobbt traurig sowas. Ja, ich finde das auch nicht cool. Ich finde es auch wichtig, dass man das auch so anspricht und man auch sagt, dass die Leute, die sich im Internet über andere Leute lustig machen, und das ist nicht feierbar eigentlich, weißt du, was ich meine? So, das ist nicht korrekt, das ist nicht cool. Man sollte das nicht tun. Und das sollte man auch so verbreiten, das sollte man auch so zeigen. Es darf eigentlich gar nicht so krass funktionieren. Deswegen versuche ich ja auch, meine Community ein bisschen in die Richtung zu, ja, zu prägen, dass wir alle ein bisschen offener sind, ein bisschen mehr Liebe, gegenseitig supporten, so aufhören mit Beef, aufhören mit Beleidigen. So, dann gibt's auch keine Ohrfeigen. Weißt du, was ich meine? Oh shit, man. Cesar_24, danke für das Abo, Bro. Jemand anders gesessen, dem Hans Mahr, der zu dem Zeitpunkt kurz aufgestanden ist, irgendwie, also das funktioniert einfach nicht. Diese ganze Nummer geht halt gar nicht. Und auch dieses danach sich ins Netz dafür abfeiern, wird sicherlich jetzt nicht unbedingt von Vorteil sein. Und der junge Mann hat mir ja angeboten via Bild-Zeitung, dass er gerne mal ein Gespräch mit mir führen würde. Dieses Gespräch wird es geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ist doch korrekt. Und dieses Gespräch wird an einem Tisch stattfinden. Und dieser Tisch ist ein bisschen länger. Und dann sitzen sogar noch Leute dabei, die sich das ganz genau anhören. Weil das ist Staatsanwaltschaft und Richter. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Und diese Nummer ist nicht nur hinterhältig und nicht lustig oder in irgendeiner Art und Weise, ich habe keine Ahnung, was es sollte. Sie ist einfach arglistig. Es ist Körperverletzung. Es ist was in ganz, ganz vielen Situationen. Und von meiner Seite geht es da auch eine dementsprechende Strafe dazu, wo es vielleicht an Orte geht, wo nicht nur die Augen geküsst werden, sondern auch ganz andere Stellen des Körpers. Und ich werde mich auch nicht einschüchtern lassen von irgendjemandem oder irgendwas. Und ich werde auch mal nicht nur die Augen geküsst werden. So ein unterschwelliger Diss auch an uns, oder, meine lieben Freunde? Wir küssen doch auch gerne Augen. Und nicht verlieren. Ich bin am nächsten Tag aufgetreten bei Luke Mockridge. Auch da sicherlich ein eigenes Thema, wie Social Media funktioniert und was es da für Abwegigkeiten gab, können wir mal an anderer Stelle besprechen.
Jetzt nochmal dazu. Es gibt gar keinen Grund, sowas zu machen. Egal, was ich über wen was gesagt habe. Ob er an dem Tag Speiseöl nicht bekommen hat im Aldi Süd oder das Wetter irgendwie ihm auf den Sack gegangen ist oder was auch immer. Es gibt einfach keinen Grund. Ich kenne ihn nicht, ich habe nichts gemacht. Und Leute, die das jetzt beklatschen, gerade auch aus der Deutschrap- und Hip-Hop-Szene, die sind Mittäter. Ich glaube, die stellen sich ja auch nicht hin nach so einem Vergewaltigungsvideo und sagen, vielleicht fand die Alte das ja geil. Bruder, hat er jetzt gerade eine Ohrfeige, die aus der Tasche gezogen wurde, auf ganz entspannt verglichen mit einer Vergewaltigung, Bro? Das ist dein Ernst, Digga, übertreib doch nicht, Pocher, Bro. Ey, ich meine, okay, stell dich da in deine Opferrolle rein, hol das raus, was du rausholen kannst. Das ist deine Art von Gewalt, war schon immer mit solchen Videos oder halt wahrscheinlich über den Anwalt oder übers Gesetz so, aber sich jetzt hier hinzustellen als und zu vergleichen mit einem Vergewaltigungsopfer, Digga, finde ich ein bisschen sehr übertrieben und auch nicht korrekt. Das ist nämlich genau. Digga, es ist nicht genauso. Ist nicht genauso, Bro. Dasselbe, was in gewisser Form da stattfindet. Und dieses Happy Slapping, was. Oder? Das ist voll übertrieben, finde ich. Oder? Du kannst doch nicht ein Vergewaltigungsopfer mit jemandem vergleichen, der mal eine Ohrfeige kassiert hat, weil er im Internet den Dicken markiert hat, so. Das ist scheiße. Das diskreditiert alle Menschen, die jemals mit Vergewaltigung konfrontiert wurden, Bro. Ich habe selber Menschen in meinem Leben, die mit dem Thema schon konfrontiert wurden. Und die werden ihren ganzen Leben nie wieder so glücklich sein wie vorher so. Und das willst du jetzt vergleichen mit einer Situation, wo du eine Ohrfeige kassiert hast, an einem Boxring. So. Das ist voll scheiße, Bro. Voll. Das ist unterste Schublade, Bruder, sag ich dir ehrlich. Dadurch sogar einen eigenen Namen mitlassen. So auf Krampf irgendwie in diese Opferrolle reinstecken. So, Bruder, bleib doch einfach mal cool. Halt mal deine Füße still. So, ja, du hast eine Ohrfeige kassiert. Ja, du hast auch sehr viele Menschen beleidigt. Du hast für sehr viel psychischen Terror gesorgt. So, vielleicht ist es eine Art von Aufweckmoment auch für dich. Vielleicht soll es eine Art von Aufweckmoment für dich sein. So, auch wenn vielleicht Omar nicht direkt mit den Leuten zusammenhängt, über die du dich die ganze Zeit lustig gemacht hast. So, nimm's doch als ein Zeichen. Nimm es als ein Zeichen, dass auch Beleidigen im Internet und sich lustig machen über andere Leute im Internet irgendwann Auswirkungen auf dein echtes Leben haben kann. So. Das solltest du daraus mitnehmen, nicht mehr und nicht weniger. Und stell dich nicht als Vergewaltigungsopfer hin, Bro. Voll lost, Bruder. Hat. Viele können sich da nicht wehren. Vielen passiert das tagtäglich in der Schule oder irgendwo anders. Und das war jetzt ein Präzedenzfall bei einer öffentlichen Veranstaltung in der ersten Reihe. Auch da. Normalerweise wäre ich auf so eine Gurkenveranstaltung nie hingegangen. Aber ich bin jemand, auf den man sich auch in einer Krisensituation verlassen kann. Ich bin mit Felix Sturm seit über 15 Jahren gut befreundet und wir kennen uns durch alle Höhen und Tiefen. Und es ist immer sehr einfach, bei einem Boxring zu sitzen, wenn es gerade um die Weltmeisterschaft geht und in der Köln Arena. Aber nach der Situation, die er gehabt hat um seine kleine Steuererklärungsgeschichte, auch ein anderes Video, was wir dazu drehen können, bin ich jemand, der ihn nicht nur im Knast besucht, sondern auch danach, wenn er wieder boxt, dahin geht und ihn unterstützt und wenn er nochmal so einen wichtigen Kampf hat und dann einfach da ist. Aber die Stimmung, die Atmosphäre war sowieso die ganze Zeit aufgeheizt und es war ein Kampf, wo überhaupt nur 2000 Tickets verkauft waren, der Rest ist verschenkt worden, wahllos. Und auch diese ganze Musikperformance ist, das ist auch nochmal so Deutsch Rap at its worst. Das ist einfach gar nichts. Ich meine, ich war vor 4 Wochen beim Super Bowl, da stehen Eminem und Dr. Dre und Legenden und Leute, die irgendwas zu sagen haben, die eine Message haben, die auch nicht alle einwandfrei sicherlich alles machen. Aber da geht es irgendwie auch um Song, um Musik, um Texte, um Lyrics, um irgendwas anderes. Da geht es um Song, um Musik, um Texte und Lyrics. Bro, warte mal. Am Ende verkauft Dr. Dre etwas zu basslastige Kopfhörer an Apple und wird Milliardär. Aber die Jungs da, die verkaufen, das Einzige, was sie mit Apple zu tun haben, ist vielleicht Apfelsaft und den verkaufen sie beim Penny. Das ist ungefähr so auch, wo Deutschrap für mich steht. Und auch diese ganze Subkultur. Und wir müssen sicherlich auch mal über die Herkunft von Deutschrap in der Art und Weise drehen, weil die meisten Texte sind einfach nur... Bruder, jetzt hör mal auf Deutschrap so rumzuhacken, Digi. Ich glaube, er versucht jetzt einfach nur, den Deutschrap ein bisschen platt zu machen, weil er halt weiß, dass viele Deutschrapper oder Leute aus der Szene es vielleicht auch gefeiert haben, dass er mal eine Ohrfeige kassiert hat, so. Mhm. Will er jetzt hier Deutschrap-Bashing betreiben, aber auch wir haben, auch wenn unsere Szene noch nicht so lange da ist und noch nicht so etabliert ist und auch nicht so krass mit den Roots connected ist wie die amerikanische Szene, weil Hip-Hop nun mal von da kommt, haben auch trotzdem Legenden wie Kool Savas, Azad, Samy Deluxe, die auch
bei mir auf jeden Fall sehr viel Positives hinterlassen haben, auch lyrisch. So. Kann man nicht kleinreden. Also hör auf, Deutschrap zu bashen. Ja, Maniac. Menschen verachten, Frauen verachten. Da ist irgendwie einfach nichts dahinter. Und auch der Erfolg von vielen ist auch gar nicht so groß. Weil da müssen wir uns auch mal über Spotify unterhalten. Warum Spotify gekaufte Streams, die meistens mit virtuellen Kreditkarten aus Holland kommen, einfach das durchläufen lässt und tolerieren lässt. Und oft wird ein Hype einfach kreiert, der gar nicht so da ist. Und die meisten, die da auch singen, sind komplett austauschbar. Die heißen den einen Tag so, den anderen Tag so. Dann findet man irgendjemand anderen, der das macht. Und es gibt ja auch Leute wie zum Beispiel Pietro, der halt... Ich meine, da hat er einen Punkt. Weißt du, was ich meine? Ich bin auch jemand, der die deutsche Rap-Szene ein bisschen, also so auch mit einem kritischen Auge betrachtet, sagen wir mal so, und dass die Entwicklung ein bisschen teilweise in eine Richtung ging, wo ich selber sage so, ah ja, Bruder, wäre schon geil, wenn mal wieder ein paar Charaktere kommen würden, die auch für was stehen im Deutsch-Rap-Bereich und die auch nicht so leicht austauschbar sind, so. Nicht Streams kauft oder irgendwas anderes und dann vielleicht auch nicht so hoch chartet, aber das sind halt wirklich dann 10.000, 12.000 Leute in der Köln Arena. Aber das hat auch so gut wie gar nichts eigentlich mit der Situation zu tun, warum du eine Ohrfeige kassiert hast, würde ich behaupten an der Stelle. Da gehen mehr hin zu diesen Hip-Hop-Künstlern. Ganz interessantes Thema, sollte vielleicht mal Jan Böhmermann sich ransetzen. Der ist zwar auch bei Spotify, Fun Fact, aber vielleicht guckt er da mal genauer hin. Pocher will jetzt am liebsten die ganze Deutsch-Rap-Szene dafür verantwortlich machen, dass er eine Schelle kassiert hat, ne? Also ich könnte das euch jetzt auch nachrecherchieren, aber wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Pocher, ich wollte mich einfach nur mal melden, ich wollte sagen, irgendwie, mir geht es natürlich den Umständen entsprechend gut. Ich habe meinen Humor nicht verloren. Ich werde auch weiterhin sagen, das, was ich möchte. Ich lasse mich von solchen Leuten nicht einschüchtern. Und ich bin auch ganz vehement dafür, dass derjenige, der das getan hat, auch seine Social-Media-Accounts gesperrt bekommt. Weil ich weiß gar nicht... Oh shit, da hat er auch einen Punkt. Der Mr. Nimbus 84 sagt, ohne Deutschrap wäre die deutsche Musikindustrie tot, Bruder. Ich küsse dein Herz. Sehr guter Einwurf. Welche Richtlinien man alles verstoßen hat. Instagram, ich wollte eigentlich Instagram loben, hat gesagt, super, die haben den Account direkt gesperrt, um ihn heute wieder aufzumachen. Und ich sehe dann ja auch keiner Zeichen der Reue. Warte mal. Gut. Ich habe meinen Humor nicht verloren. Ich werde auch weiterhin sagen, das, was ich möchte. Ich lasse mich von solchen Leuten nicht einschüchtern. Und ich bin auch ganz vehement dafür, dass derjenige, der das getan hat, auch seine Social-Media-Accounts gesperrt bekommt. Weil ich weiß gar nicht, gegen welche Richtlinien man alles verstoßen hat. Instagram, ich wollte eigentlich Instagram loben, hat gesagt, super, die haben den Account direkt gesperrt, um ihn heute wieder aufzumachen. Und ich sehe dann ja auch keiner Zeichen der Reue, sondern noch eine Coolness und ein weiteres Abfeiern. Du bist jetzt vielleicht am Wochenende der Held in der Shisha-Bar gewesen und bei vielen Deutschrappern. Aber so ein Boxkampf ist nicht nur ein Schlag, sondern der geht über mehrere Runden. Und am Ende werden wir mal einfach schauen, weil das wird noch eine ganz unangenehme Veranstaltung werden. Und anstatt zum Beispiel auch wie Will Smith, um da eine kleine Kurve zu bekommen. Oha, er nimmt sich jetzt zur Aufgabe, Fat Comedy zu zerstören. Und seiner Meinung nach ist es rechtens oder sollte es so sein, dass jemand seine Existenz verliert, wenn er mal jemandem eine Ohrfeige gibt. So. Hat er ja gesagt, er will, dass Fat Comedy alle seine Social-Media-Accounts verliert. Und so wie ich weiß, ist Fat Comedy auch jemand, der vom Internet lebt, oder? Stimmt's oder habe ich recht? Ja, ne? Und er will quasi sagen, dass seine ganze Existenz dafür radiert werden muss. Übertreib doch nicht, Bro. Geh deine rechtlichen Schritte, wenn du das tun musst. Das war demjenigen, der dir die Ohrfeige gegeben hat, wahrscheinlich auch schon bewusst so. Aber warum jetzt alle Social-Media-Kanäle löschen? Das geht einer zu weit, Freunde. Das ist einer zu weit. Aber ich bin mir fast sicher, dass, also ich merke ihm das auch an, das wird jetzt Pochers nächste Lebensaufgabe wird sein, dem Bre sein Leben zu zerstören, Bruder. Auch, man hat auch nicht in der größten Veranstaltung Chris Rock für einen Gag zu Ohrfeigen. Egal, ob das gegen deine Frau ist oder nicht, der Typ hat eine halbe Milliarde. Dir ist das alles immer scheißegal, gegen wen deine Gags im Internet oder gegen wen die Gags auf einer Bühne gehen, so. Aber dass du damit Menschen triffst, das ist dir das nicht bewusst so? Das sollte dir auch bewusst sein, dass wenn du eine Frau hast, die eine Krankheit hat und deswegen ihre Haare verliert, ne? Weißt du, wie viel Pain wahrscheinlich in der Familie durchgemacht wurde, wie viel Diskussion, alles, was du gar nicht mitbekommst so. Und dann sagst du, es ist rechtens, dass sich jemand auf die Bühne stellt und sich dann über die Frisur von dieser Frau lustig macht, Digga. So. Okay, wenn das rechtens ist, dann musst du auch damit rechnen, dass du dafür dann auch mal eine Ohrfeige kassierst, Bruder. Auch wenn das
Gewalt ist, und Gewalt will ich nicht verherrlichen, Gewalt ist nie gut, aber damit muss man rechnen, wenn man gewisse Grenzen überschreitet. So, man kann nicht immer alles hinter dem Deckmantel Comedy, Satire, ah ja, ich bin Meinungsblogger oder ich bin dies und deswegen kann ich alles sagen über dich und deine Familie. Nee, Bruder, ich persönlich lass das mit mir nicht machen und gib dir jetzt dafür eine Ohrfeige. So. Ich finde, man sollte beides nicht supporten. Ich finde, man sollte Gewalt nicht supporten, man sollte aber auch nicht supporten, wie jemand Gewalt verbal, also verbal gewalttätig ist. So. Das sollte man auch nicht supporten und auch nicht feiern. Er hat schon alles möglich gehört, der muss das abkönnen. Aber der muss gar nichts, Digga, außer sterben. Das ist immer so dieses, ihr müsst es abkönnen, dass alle Leute über euch reden, ihr müsst es abkönnen, dass Leute euch beleidigen, ihr müsst es abkönnen, dass Leute über euch hetzen und so, dies, das, bla. Dann sag ich mir persönlich, mit mir selber mach ich das aus, okay, du musst es auch abkönnen, wenn ich dir mal einen Smack verpasse, so. Ich werde nicht richtig krass gewalttätig, aber ich verpasse dir jetzt einen Smack, weil meine Emotionen, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Hat sich entschuldigt, zwar noch nicht direkt danach bei Chris Rock, aber zumindest heute hat er es dann gemacht. Und so eine Entschuldigung wäre meiner Meinung nach mindestens ein Anfang, aber da das ja nicht ansatzweise geschieht und man sich noch dafür abfeiert, bin ich einfach dafür, auch alle Social Media Accounts dauerhaft abzustellen von dir. Weil das ist das Mindeste und auch daran werden wir arbeiten. Und ich bitte auch jeden, bei TikTok zu melden, bei Instagram, bei Facebook. Wie er sich freut. Du sollst doch nicht mal mehr einen Tinder-Account bekommen. Weil es. Guck mal, das seht ihr dieses verschmitzte Lachen? Guck mal, ach mal. Und auch daran werden wir arbeiten. Und ich bitte auch jeden, bei jetzt. TikTok zu melden, bei Instagram, bei Facebook. Du sollst doch nicht mal mehr einen Tinder-Account bekommen. Weil es geht einfach nicht. Wir reden nicht über irgendeine lustige Ohrfeige, wir reden über ein Kapitalverbrechen. Tschüss, Digga, der hat den Vogel aus. Bruder, du hast Leichen ausgepackt, Bruder, ja. Du hast Toten rausgeholt, Digga. Kapitalverbrechen. Ich muss auch generell dazu sagen, Freunde, ne, der Pocher, ich habe den noch nie richtig gemocht, so. Es ist so, manche Menschen, kennt ihr das? Manche Menschen, da, man riecht sich einfach nicht so. Weißt du, was ich meine? Und der Typ hat einfach den Vogel jetzt gerade abgeschossen, Bruder. Er ist nicht nur Vergewaltigungsopfer und will die Social Media Accounts löschen, nee, ist jetzt auch noch ein Kapitalverbrechen, Bruder. Ja, Sachen, die nachhaltige Wirkung jetzt schon haben und die vielleicht auch ganz anders ausgehen sollten. Für was? Für was? Und es wird auch eine Rechnung geben, die wird ordentlich sein. Und da wird keiner von deinen Leuten, die dir jetzt mal kurz Applaus zu klatschen, für aufkommen. Das wirst du bezahlen müssen, über einen sehr langen Zeitraum. Ich habe das Gefühl, der Pocher freut sich richtig auf die Situation. Da hat er jetzt endlich mal was gefunden, wo er so richtig reingehen kann jetzt und seinen ganzen Hass rauslassen kann. Nicht nur ein Video, das ist jetzt nicht nur ein Video oder eine Bildschirmkontrolle. Nee, jetzt kann ich mit Anwalt, jetzt kann ich seine Existenz, jetzt kann ich mit Ohrenschmerzen und mit alles kann ich ihn jetzt ficken so. Bro, Digga, ich schwör dir. Ja, sehr unangenehm werden. Und du bist auch kein Hero oder irgendwas anderes. Du hast Videos gedreht für die Uiguren, bist du als Flitzer auf den Platz gegangen. Du hast irgendwie dich für Hanau angesetzt, gegen Rassismus und alles andere. Aber das wird auch ad absurdum mit so einer Geschichte geführt. Wie schön er das auch abliest alles, ne? Für die Uiguren, bist du als Flitzer auf dem Platz. Ad absurdum, na Mann. Du hast irgendwie dich für Hanau angesetzt, gegen Rassismus und alles andere. Aber das wird auch ad absurdum mit so einer Geschichte geführt. Das macht doch gar keinen Sinn mehr. Wie, warum macht das jetzt keinen Sinn mehr, Bruder? Da gehören auch ganz andere Kollegen dazu. Ich meine... Bro, Alter, ey. Weil er dir jetzt eine Ohrfeige verpasst hat, hat es jetzt keinen Sinn gemacht, dass er sich gegen Rassismus und für die Uiguren eingesetzt hat oder was. Das macht, also so viele Sachen, die er hier verzählt, die machen einfach überhaupt gar keinen Sinn. Mobbing-Experten, der Karl Lauterbach des Mobbings, wenn es irgendwo eine Kamera oder ein Thema gibt, stellt er sich hin. Man kann doch nicht einfach sagen, dass es irgendwie okay ist. Man kann doch nicht sagen, wenn mir jemand nicht gefällt, dann kann der geschlagen werden. Dann kann man den behandeln, wie man will. So funktioniert diese Welt nicht. Ich kann niemanden ohrfeigen. Niemanden. Kannst du schon? Wie, du kannst nicht? Können tust du alles, ob das gut ist oder nicht gut ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber jeder Mensch hat für sich persönlich immer noch die eigene freie Entscheidung, was er tut und was er nicht tut, muss dann natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen, aber von nicht können zu sprechen ist Schwachsinn. Niemand hat das verdient. Ich möchte auch noch nicht mal irgendwie, selbst wenn das jetzt dir widerfahren würde, würde ich das noch nicht mal gut finden. Ich möchte das einfach auch gar nicht. Das, so funktioniert das nicht, weil sonst können wir irgendwann auch anfangen zu sagen, wir Ich stimme ihm dazu, ne, bei dem Punkt. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Gewalt und ich sag auch so, ey, muss nicht sein. Weißt du, was ich meine so?
muss nicht sein. Und ich finde es auch nicht gut. Und ich finde auch, niemand hat es eigentlich verdient, dass ihm Gewalt angetan wird. So. Aber es kann halt passieren. Und das muss man sich auch bewusst sein. Alle mit einer Knarre und einem Baseballschläger rum. Oder wir spielen The Purge nach. Und einmal im Jahr ist alles erlaubt. Wir haben Regeln. Und Gewalt ist nie eine Lösung. Und es ist auch nie lustig oder irgendwas dergleichen. Und was ich hier mache, ist schon. Und das sind Sachen und Inhalte, die ich auch begründe. Und die kann man gut, kann man schlecht finden. Aber das hat auch nichts mit Karma zu tun. Das weißt du nicht, mein Bester. Und was dergleichen. Das hat einfach mit einsamen Tätern zu tun, die einfach nicht ganz sauber im Kopf sind. Und das werden wir vor Gericht und mit allen Mitteln in der nächsten Zeit klären. Und ich hoffe, eine maximale Strafe, auch mit abschreckender Wirkung, dass das am meisten abschreckt, ist, indem man einfach erstmal alle Social Media Accounts verliert. Weil dann kann man halt lustig irgendwo auf dem Handy zeigen, kann sagen, guck mal, was mir passiert ist. Ist das nicht wahnsinnig lustig gewesen? Nein, war es nicht. Aber trotzdem, ich komme da raus aus der Nummer. Ich werde auch weiter auftreten. Ich werde auch weiter Sachen sagen, die manche Leute unangenehm oder nicht so lustig finden. Aber warum? Weil ich einen Punkt oft auch treffe und Sachen sage, die richtig sind. Und da wird es noch in nächster Zeit öfter die Situation geben. Aber das war mir jetzt alles mal ganz... Wer entscheidet das denn, was richtig ist und welchen Punkt du triffst oder nicht triffst? Deine Community, weil die dich dafür abfeiern? Du selber, deine Frau, wer entscheidet das, ob das korrekt ist oder nicht? Ich das hier so zu erzählen und euch mitzuteilen. Aber Fakt ist, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Aber... ich hoffe einfach, keinen irreparablen Hörschaden und noch mehr durch diese eine Aktion zu haben, die einfach saudumm, unlustig war und einfach auch für jeden das beklatscht und auch weiter verbreitet. Der ist genauso Mittäter und es ist auch nicht cool oder witzig. Und ihr könnt alle kommen und wir können miteinander dann auch reden oder sowas halt, aber keiner wirklich cool. Also, das war's. Alles Gute weiterhin euch, mir, uns allen und wir werden natürlich auf eine maximale Summe in allen Bereichen gehen. Ich brauche das Geld nicht, aber wir werden dann sicherlich an Zwecke verteilen, die das Geld besser gebrauchen können als ich. Aber es wird eine teure Veranstaltung werden und da würde ich jetzt auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre darauf hinarbeiten, dass wir hier schaffen. In diesem Scheiße, Sinn, Digga. Freundlich bleiben, Rechnung schreiben. Digga, Alter, der ist gefickt, Alter, der Fat Comedy, Bro. Ach du Scheiße, der hat diesen Psychopathen jetzt angezogen, Bruder. Digga. Ey, der wird sein ganzes Leben jetzt da reinstecken, Fat Comedy fertig zu machen, Bruder. Ich hoffe und bete, dass dir nicht zu viel passieren wird. Ja, das war jetzt der Pocher sein Statement gewesen. Was soll ich euch dazu sagen? Ich finde, an der einen oder anderen Stelle hat er auf jeden Fall maßlos übertrieben, sich mit einem Vergewaltigungsopfer zu vergleichen und alle Social Media Accounts sperren und sein Leben jetzt zu verschreiben, ihn fertig zu machen, finde ich halt sehr, sehr, sehr übertrieben. Aber das ist seine Form von Gewalt und ich sage auch, ich bin der Meinung, dass wenn ein Pocher wenn er die physische Stabilität dafür gehabt hätte, in dem Moment auch dagegen zu halten und sich zu wehren, auch mit einer Ohrfeige oder so, dann hätte er es auch getan. Aber dadurch, dass er es nicht hat, glaube ich, nimmt er diesen Hass und diese Wut und steckt den halt in den Anwaltsweg rein und nimmt sich jetzt zur Aufgabe, den Bray komplett einmal auseinanderzunehmen. So. Und das ist scheiße, Digga. Ich wünsche Fat Comedy, dass das nicht zu wild wird. Ich hoffe, du kommst da irgendwie glimpflich raus aus der Nummer. Und ja, schauen wir mal, wie es die Tage weitergeht.